voll die Turini des Wieners sozusagen. Hohe Wand, 5 Kilometer Bergstraße. Also man hört schon, wie brachial der Wagen geht. Zuckt er immer wieder. Amici Abattisti, wir sind heute im schönen Niederösterreich, in einem Gebiet, das irgendwie der Bergwelt, der Rallye Monte Carlo ähnelt, dem Col di Turini, und wir haben natürlich das geeignete Auto für dieses Gebiet mitgenommen, nämlich den unnachahmlichen Abarth 124 Spider, eine Reminiszenz an die 60er Jahre, an die großen Rallye-Erfolge von Abarth, einen Roadster halt. Die Italiener sagen nicht Roadster, sondern Spider, so wie die Franzosen, einen Spider der absoluten Extraklasse. Weil es so ein kleiner Motor ist mit 1,4 Liter, der Turbo blast den auf, geht phänomenal. Wir haben einen längs eingebauten Vierzylinder-Motor mit 1,4 Liter Hubraum, das Standard-Abarth-Triebwerk, in diesem Fall mit 170 PS. Angeflanscht an diesem Motor ist in unserem Fall ein Sportgetriebe, das entweder automatisch schaltet oder auch manuell geschalten werden kann über den Schalthebel in der Mittelkonsole oder alternativ dazu über die Schaltpedals, die am Lenkrad befestigt sind. Weiter geht's mit der Kardanwelle zum Heckantrieb, der diesem Fahrzeug seinen ursprünglichen und sensationellen Charakter gibt. Sobald man draufsteigt, geht der Wagen sofort quer, obwohl das ESP eingeschaltet ist. Das ESP lässt einen gewissen Winkel zu. Das Heck bekommt ein gewisses Eigenleben. Und ehrlich gesagt, genau das suchen wir ja auch und wünschen wir uns. Bremsen sind auch ein Wahnsinn. Also die Brembos, die halten den Wagen fest bis an die maximale Traktion. Der Sound ist überhaupt das Kriterium für mich bei dem Wagen. Die Monza-Auspuffanlage, eine klappengesteuerte Anlage, ist der absolute Wahnsinn. Man fährt eigentlich den Wagen, um den Sound zu modulieren. Er blubbert vor sich hin. Der 124 Spider ist ganz klar konzipiert, um lustvoll und schnell Kurven zu fahren. Und jetzt gehe ich mal Stoff. Ich muss sagen, dass ich super, wirklich super drinnen sitze, wie in jedem Abarth. Sportsitze, ich kann die Sitze an der Vorderkante verstellen. Lenkrad ist auch zu verstellen, und zwar in der Höhe. Es passt für mich alles wirklich absolut perfekt. Man ist wie hineingebaut in den Wagen. Die Sitze sind vor allem deswegen so extrem angenehm, weil sie in drei Stufen beheizbar sind. Und egal wie kalt es draußen ist, also wirklich ein angenehmes Komfortklima, erzeugen gemeinsam mit der Heizung, die wie der offene Kamin eines englischen Landlords das Auto beheizt. Das Angenehme am Abarth ist, dass man nicht als Protzer dasteht, nicht als Geldsack, der ein Erektionssubstitut kauft, sondern diesen Wagen kaufen sich Fans.
der Wagen schaut so cool aus, ist aber kein protziges Auto. Man macht einfach einen schlanken Fuß, wenn man damit unterwegs ist. Ja. Man ist gut angezogen, man ist italienisch angezogen, man hat Pfiff. Es ist ein angenehmes Gefühl, im Abad angeschaut zu werden. Und man glaubt es nicht, dass die Leute schauen ununterbrochen. Fast jeder schaut, wenn man vorbeifährt. Man steht keinen Status da, wenn man in den Abad fährt. Man zeigt, dass man Fan ist, dass man Abadisti ist, Aficionado. Fan von einem kleinen Sportwagen, dessen Ursprünge ja tief in den 50er und 60er Jahren liegen. In den 60er Jahren, wo es ja schon einen 424 Abad Rally gegeben hat, quasi den Großvater genau dieses Wagens. Abad sind keine Grundkonstruktionen wie andere Fahrzeuge, sondern Abads bauen auf existenten Fahrzeugkonzeptionen und Typen auf und werden dann durch die Ingenieure von Abad so verändert, dass ein eigenständiges Fahrzeug entsteht. Karl Abad war ja bekanntlich Österreicher, ein Wiener, Karl Abad, der sich dann erst später in Italien Carlo nannte. Ein bedeutender Konstrukteur noch zu seiner Zeit in Österreich, später dann Rennstallbesitzer in Italien. Cisitalia zum Beispiel, das war der Rennstall, den er groß gemacht hat. Später dann konzentrierte sich Karl Abad sowohl auf die Konstruktion von Sportwagen als auch die Verbesserung und das Tuning von existenten Fahrzeugen, insbesondere Fahrzeugen aus dem Fiat-Konzern. Was zeichnet es einen Roadster aus? Oder wie der Italiener oder Franzose sagt, einen Spider-Speeder? Es ist erstens einmal die konventionelle Auslegung des Antriebes. Ganz wichtig. Angetriebene Räder sind hinten, Motor ist vorne. Zweitens Gewicht. Nur ein leichtes Auto ist ein gutes Auto. Wir wollen keine Autos mehr mit 2 Tonnen und mehr. Wir wollen ein leichtes Auto, das ungefähr 1000 Kilo wiegt. Genau wie dieser Abad Spider. Grund dafür liegt darin, dass nur ein leichtes Auto sich behende durch die Kurven zirkeln lässt. Er ist verhältnismäßig einfach handzuhaben auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Klapperschlange auf Kriegspfad. Persönlich würde ich dazu neigen, dass das Roadster-Konzept oder Spider-Konzept tendenziell für ein manuelles Sechsgang-Getriebe sprechen würde. Wenn man Traditionalist ist, wie ich, nimmt man also das Sechsgang-Getriebe. Jüngere und technikaffine Leute werden vielleicht zum automatisierten Schaltgetriebe greifen. Selbst das Verdeck spiegelt den ruralen Charakter eines Spiders wider. Es ist ein Stoffverdeck, es wird natürlich manuell bedient, kein Elektromotor hilft, keine Zauberkonstruktion aus 170 Teilen. Es wird einfach zurückgeschlagen und bedeckt sich selbst. Eine so simple Konstruktion, dass sie nicht besser konstruiert werden kann. Zum Kofferraum zuerst war ich ein wenig geschockt. Ich bin natürlich größere Kofferräume gewohnt. Hier geht nicht alles hinein. Das Einzige, was ihr mitnehmen könnt, ist eure entzückende Frau oder Freundin und ihr kleines Täschchen, um mit ihr nach Venedig zu fahren und dort gut essen zu gehen. Jetzt kommen sicher die Rationalisten unter euch und sagen, naja, was verbraucht der Wagen? Das ist ja kein Diesel, kein Elektromotor. Nein, es ist ein benzingetriebener Motor mit einem Turbolader.
Er verbraucht Benzin, ja. Wir haben nicht nachgemessen, weil der Verbrauch beim Betrieb dieses Wagens keine Rolle spielt. Unter uns gesprochen, wir kennen das Triebwerk ja aus den anderen Abarths. Er verbraucht im Bereich von ungefähr 8 bis 9 Liter Benzin. Wenn man wirklich den Spider fliegen lässt, rinnt natürlich schon ein bisschen mehr durch die Einspritzdüsen, muss ich zugeben. Ein Abarth Spider ist kein teures Auto, ein Abarth Spider ist ein preiswertes Fahrzeug, weil man einen Wert für das erhält, wofür man zahlt. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass ein Abarth sich ab und um etwa 40.000 Euro abspielt. Über den Sinn und Unsinn eines Spiders lässt sich natürlich vortrefflich streiten. Ich würde sagen, dass nach rationalen Gesichtspunkten der Ankauf eines solchen Fahrzeuges gar keinen Sinn macht. Man kann sehr wenig Gepäck verstauen, man hat kaum Ablagen, man hat sehr wenig Platz. Man hat ein relativ bissiges, kleines Luder gekauft. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite erfreut ein Spider das ganze Jahr. Man erwirbt mit diesem Fahrzeug wahrscheinlich eine der letzten Möglichkeiten, diesen bubenhaften Spaß am benzingetriebenen Fahrzeug zu erleben. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es eine super Investition ist, noch die nächsten Jahre einen Abarth fahren zu dürfen, bevor Wasserstoff oder elektrisch betriebene Fahrzeuge autonom auf den Autobahnen fahrend jeglichen Fahrspaß vollkommen zerstören werden. Jetzt mit Kickdown war, also hinten kommt wahrscheinlich Feuer heraus. Ein Vulkan des Wahnsinns. Der war nicht so schlecht, oder? So, Achtung. So, schau mal. So, und. Komm! Das war das ESP. So, ist das noch offen gemacht? Oder ist das zu arg? Wenn man das online stellt. So, da wird es schon Blue Hour fast. Keine Sau da. Draußen ist es saukalt mittlerweile. Im Auto ist mir so heiß, dass ich zu schwitzen anfange. Ich auch. Aber nicht, weil ich mir die Hose mache, sondern weil die Sitze so extrem warm sind. Straße und geiler Wagen. Also der Wagen ist super. Das ist eine Sensation.